Ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Heute geht es wieder um R-Section, also um die Modellierung von Querschnitten und die Spannungsanalyse in R-Section. Mein Name ist Andreas Hörold. Ich bin bei Bluebyte Software verantwortlich für Marketing und Public Relations. Das heißt, den Content oder Inhalt der Webseite, die deutschen und englischen Webinare, ja, Newsletter, Kundenprojekte und so weiter. Ich werde das Webinar heute moderieren und Ihre Fragen beantworten. Die Sonja wird die Präsentation durchführen. Ja, Sonja, stell dich gerne selbst vor und dann folge ich nochmal mit der nächsten Folie, zeige ich Ihnen nochmal, wie Sie Fragen stellen können. Okay, Sonja. Ich möchte Sie auch herzlich zum heutigen Webinar begrüßen. Mein Name ist Sonja von Blo und ich bin heute der Referent. Okay, vielen Dank. Ich mache mal meine Webcam wieder aus, dass die Teilnehmenden den ganzen Bildschirm sehen können. Okay. So, wer jetzt schon häufiger teilgenommen hat, das ist jetzt von den, ja, gibt es eine neue Version bei GoToWebinar. Das sieht jetzt alles ein bisschen anders aus. Für die, die neu teilnehmen, da erkläre ich es kurz, für die ist es ja sowieso neu. Also hier oben, wo das Fragezeichen ist, da müssen Sie draufklicken und dann erscheint dieser Reiter, wo Sie hier unten eine Frage eingeben können. Ja, und die werde ich dann im Webinar beantworten. Hier oben mit dem Rädchen können Sie noch Audioeinstellungen anpassen. Ja, wenn Sie uns zu laut oder zu leise hören. Aber in der Regel ist das, glaube ich, immer ganz gut schon angepasst, dass das funktioniert. Okay, gut, dann komme ich zur Agenda heute. Zunächst erklärt die Sonja ja, den Nachweis der plastischen Tragfähigkeit nach der Simplex-Methode. Und dann folgen die Punkte 2 bis 5. Das sind dann eher so ja, Tipps und Tricks, die sie da gibt. Verbindung von Elementen, wie sie Einzelfelder generieren oder Öffnungen in Querschnitten berücksichtigen. Ja, und was es auch zu beachten gibt bei der Änderung von Elementen. Ja, lassen Sie sich überraschen. Dann übergebe ich den Bildschirm an die Sonja, beziehungsweise Sonja, du musst dir den Bildschirm, glaube ich, selber holen mit Share, ne? Ja, Andreas, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich möchte Ihnen zunächst zeigen, wie Sie die plastische Querschnittstragfähigkeit von allgemeinen Querschnitten ermitteln können. Die plastische Analyse, die möchte ich anhand eines Beispiels zeigen. Ich habe hierzu bereits schon eine Datei angelegt und gehe jetzt einmal in die Basisangaben und da wähle ich einmal das Nachweisverfahren finite Elementberechnung aus, wähle dann auch den Nachweis der plastischen Tragfähigkeit nach der Simplex-Methode und aktiviere dann zusätzlich noch das Add-on wirksamer Querschnitt nach EL 1993-11, weil ich auch eine Querschnittsklassifizierung durchführen möchte. Dann als Material habe ich jetzt hier bereits ein S235 angelegt. Das passt soweit. Und ich möchte jetzt hier auch noch einen neuen Querschnitt hinzufügen. Dafür gehe ich einmal in die Querschnittsbibliothek und wähle mir jetzt so ein I-Profil mit seitlichen Flachstählen. Das soll jetzt ein IPE 200 sein und der hat Verstärkungen an den Seiten mit Flachstehen von 8 mm. Und ich muss dann noch einen Lastfall anlegen und Schnittgrößen definieren. Zunächst lege ich den neuen Lastfall an, den nenne ich Bemessung. Und in diesem Lastfall sind dann die entsprechenden Schnittgrößen zu definieren. Und das soll jetzt einmal eine Querkraft VZ von 500 Kilonewton sein und ein MY von 30 Kilonewtonmetern. Dann kann ich schon mal die Berechnung starten. Die Bemessung mithilfe der plastischen Querschnittstragfähigkeit ist ein wesentlicher Gesichtspunkt für die wirtschaftliche Konstruktion im Stahlbau.
Der Eurocode 3, der bietet Lösungen für Schnittgrößenkombinationen nur für bestimmte Querschnittsformen an, die plastische Querschnittstragfähigkeit unter Berücksichtigung verschiedener Schnittgrößenkombinationen kann in R-Section mit dieser Simplex-Methode ermittelt werden. Die Simplex-Methode ist ein Optimierungsverfahren, bei dem der Querschnitt in zahlreiche Elemente aufgeteilt wird. Und jedes Element kann einen Wert zwischen der positiven und der negativen Fließspannung annehmen und muss das Fließkriterium erfüllen. Ein Optimierungsalgorithmus ermittelt dann die Spannungsverteilung, bei der die inneren Schnittgrößen mit den äußeren Schnittgrößen im Gleichgewicht stehen. Neben der Variation der Normalspannung erfolgt die gleichzeitige Variation der Schubspannung über die Querschnittsfläche. Die plastische Umverteilung der Schubspannung erfolgt aber nur, wenn auch Elemente definiert sind. In diesem Querschnitt sind auch Elemente definiert, sodass dann auch diese Umverteilung erfolgt. Wenn keine Elemente definiert sind, so wird für die Schubspannung Schnittgrößen vereinfacht angenommen, dass diese aus den eingegebenen Querkräften und Torsionsmomenten nach elastischer Berechnung ermittelt werden, ehe dann die plastische Berechnung mit dem Simplex-Algorithmus eingeleitet wird. Die Schubspannung, die treten also als Eingangsgrößen der Optimierungsprozedur auf, während die Normalspannung Optimierungsvariablen sind. Die plastische Querschnittstragfähigkeit darf gemäß EN 1993-1 für Klasse 1 und Klasse 2 Querschnitte ausgenutzt werden. Es ist also zunächst die Querschnittsklasse für die zu untersuchende Schnittkombination zu überprüfen. Das hatte ich hier in den Basisangaben ja eingeschaltet, dass der wirksame Querschnitt berechnet werden soll. Da schaue ich mir zunächst einmal die Ergebnisse an und wähle hierfür in der Tabelle die effektive Analyse dünnwandiger Strukturen aus und da dann die Tabelle Querschnittsklassifizierung gemäß EL 1993-1. Das Programm hat jetzt hier eine Querschnittsklasse 1 ermittelt. Das heißt also, ich darf die plastische Querschnittstragfähigkeit ausnutzen. Dann möchte ich einmal sehen, wie sieht meine elastische Spannungsausnutzung aus. Das kann ich einmal hier auch in der Tabelle machen, indem ich die finite Elementberechnung mir anschaue. Da werden mir neben den Querschnittswerten auch die Spannungen ausgegeben für die Schnittgrößen, die ich in meinem Lastfall definiert habe. Und da ergibt sich eine Spannung, eine Vergleichsspannung von 280 Newton pro Quadratmillimeter. Grenzwert für diesen S235 sind 235 Newton pro Quadratmillimeter, sodass es dann zu einem Spannungsverhältnis von Größe 1 kommt. Das heißt also, der Querschnitt ist da überlastet. Die Spannung, die kann ich mir natürlich auch grafisch ausgeben lassen. Dafür muss ich im Navigator Ergebnisse die finite Elementberechnung dann ausgeben lassen und kann dann hier mir die entsprechende Spannung dann auswählen, die dann angezeigt werden soll. Dann möchte ich einmal schauen, wie sehen jetzt meine Ergebnisse meiner plastischen Analyse aus? Da habe ich hier einmal auch die grafische Ausgabe von diesen plastischen Spannungen. Ich habe aber auch in der Tabelle einen Reiter für den Nachweis der plastischen Tragfähigkeit. Und hier ist ganz interessant einmal dieser Vergrößerungsfaktor. Bei der plastischen Analyse wird der maximale Faktor Alpha zur Bestimmung der Grenztragfähigkeit ermittelt. Die Multiplikation aller Schnittgrößen mit dem Faktor Alpha führt zur Grenztragfähigkeit des Querschnitts. Bei einem Faktor größer 1 kann ich die Schnittgrößen um diesen Faktor steigern. Bei einem Faktor kleiner 1 ist demgemäß der Nachweis nicht erbracht. Es ergibt sich hier ein Vergrößerungsfaktor von 1,118.
Die Ausnutzung, die ergibt sich aus dem Kehrwert, also 1 durch Alpha plastisch, das wäre 0,89. Also der Nachweis ist also erbracht, wohingegen der elastische Nachweis nicht erbracht war. Ich möchte nun auch untersuchen, welcher Vergrößerungsfaktor sich ohne Umverteilung der Schubspannung ergeben würde. Das ist die Lösung, die auch in Dünku implementiert ist. Dazu löse ich einmal den Querschnitt in seine Einzelobjekte auf. Das kann ich jetzt hier machen, indem ich diesen Querschnitt auswähle mit der rechten Maustaste und dann diesen Befehl zerlegen wähle. Dann gehe ich nochmal in die Basisangaben und deaktiviere hier die Berechnung des wirksamen Querschnitts, weil für die Berechnung des wirksamen Querschnitts und die Querschnittsklassifizierung werden Elemente benötigt und die möchte ich ja jetzt eben löschen. Gehe ich jetzt hier auf Alle löschen und starte dann nochmal die Berechnung. Und hier schaue ich mir dann einmal noch die Ergebnisse des Nachweises der plastischen Tragfähigkeit an. Und es ergibt sich hier ein Vergrößerungsfaktor Alpha plastisch von 0,83. Das entspricht einer Ausnutzung von 1,19. Das heißt also, der Querschnitt, der wäre da überlastet. Heißt also, diese Umverteilung von diesen Schubspannungen, die hat jetzt hier durchaus einen günstigen Effekt dann gehabt. Als nächstes möchte ich Ihnen erläutern, wann Elemente miteinander verbunden sind und wie diese Verbindung hergestellt werden kann. Elemente sind miteinander verbunden, wenn sie einen gemeinsamen Punkt teilen. Zur Erläuterung möchte ich einige Beispiele zeigen. Dafür lege ich hier einmal eine neue Datei an. Die nenne ich jetzt Beispiel 2. Wähle dann einmal das Nachweisverfahren Analyse dünnwandiger Strukturen aus und gehe dann auf OK. Ich erzeuge dann zunächst zwei Elemente, und zwar mit dieser grafischen Eingabe Einzellinie. Da wird nicht nur das Element erzeugt, sondern auch das Teil, was für die Berechnung immer erforderlich ist. Dann zeuge ich hier das erste Element und dann das zweite Element. Mit der rechten Maustaste beende ich die Funktion und ich möchte mir jetzt hier auch die Nummerierung anzeigen und blätter hier einmal die Elemente auf. Also dieses Element 1 hat die Punkte 1 und 2 und das Element 2 hat die Punkte 2 und 7. Diesen Punkt 2 teilen sich die beiden Elemente, von daher sind die Elemente auch miteinander verbunden. Dann möchte ich noch ein zweites Beispiel zeigen. Das sollen zwei Elemente sein, die sich kreuzen. Vorher deaktiviere ich noch diese beiden Funktionen, Linien und Elemente automatisch verbinden und Elemente automatisch teilen. Ich erzeuge dann wieder das erste Element, auch mit der grafischen Eingabe. Und dann hier das zweite Element. Es wurden jetzt zwei Elemente erzeugt. Element 1 hat die Punkte 1 und 2. Element 2 hat die Punkte 7 und 8. Heißt also, die teilen keinen gemeinsamen Punkt miteinander. Wenn ich jetzt die Berechnung starten würde, dann bekomme ich einen Fehler in der Plausibilitätskontrolle, dass das Teil aus mehreren nicht verbundenen Elementen besteht.
Das wäre jetzt nicht aufgetaucht, hätte ich zuvor bei der Erzeugung von diesen zwei Elementen diese Funktion Linien und Elemente automatisch verbinden aktiviert gehabt. Dann wäre, sobald sich da ein Schnittpunkt eines Elements mit einem anderen Element ergibt, das Element an der Verbindungsstelle geteilt worden und die hätten dann einen gemeinsamen Knoten gehabt. Ich kann aber auch im Nachgang, wenn ich vergessen habe, diese Option zu aktivieren, diese Verbindung herstellen. Und zwar finden Sie hier eine Funktion, die nennt sich Linie und Elemente verbinden. Die wähle ich hier einmal aus. Dann muss ich jetzt nur ein Rechteck über oder ein Fenster über diesen Bereich ziehen, wo ich die Verbindung vornehmen möchte. Und ich sehe, es sind jetzt hier drei Elemente erzeugt worden, wobei jetzt die Verbindung dieser drei Elemente über diesen Punkt 8 in der Mitte dann erfolgt. Dann möchte ich noch ein weiteres Beispiel mit Querschnitten zeigen, die Sie aus der Bibliothek einfügen können. Dafür lösche ich hier einmal diesen einen Querschnitt und gehe dann in die Querschnittsbibliothek, neuer Querschnitt. Und hier möchte ich ein UPN 200 wählen und dem möchte ich auch um 90 Grad drehen und mit OK wird dann dieser Querschnitt eingefügt. Dann möchte ich noch einen weiteren Querschnitt hinzufügen, das soll ein IPE 200 sein. Mein Vorgehen ist genau das gleiche, gehe also wieder auf neuer Querschnitt, sage jetzt hier IPE 200, da wähle ich jetzt hier beispielsweise diesen hier aus und da möchte ich den oberen Flansch, also die Oberseite des Flansches platzieren an der Unterseite dieses U-Profils. Dafür wähle ich jetzt hier einmal die Lage am Querschnitt aus. Und gehe dann auf OK. Die Elemente des Querschnitts 1, die sind nicht mit den Elementen des Querschnitts 2 verbunden, da diese keine gemeinsamen Punkte teilen. Damit ich jetzt diese Verbindung herstellen kann, und ich auch diese Querschnitte bearbeiten kann, muss ich die Querschnitte zunächst in ihre Einzelobjekte auflösen, damit ich auch die bearbeiten kann. Das kann ich machen, indem ich jetzt diese beiden Querschnitte hier auswähle und dann diesen Befehl zerlegen wähle. Da wurden jetzt diese Querschnitte in ihre Elemente und in ihre Teile aufgelöst. Und ich möchte jetzt hier die Verbindung herstellen und die Verbindung kann ich herstellen mit einem weiteren Element. Und zwar möchte ich die Querschnittsteile da verbinden, wo auch diese Schweißnaht ist. Das wäre jetzt hier an diesen beiden Enden hier. Dafür gehe ich jetzt hier einmal auf neue Einzellinie und ich möchte jetzt diese Verbindung nicht mit berücksichtigen in den Querschnittswerten. Das kann ich dann auch machen, indem ich jetzt hier eine dicke T von 0 vorgebe. Über diese Schweißnaht kann aber auch oder über diese Verbindung kann aber auch der Schub übertragen werden. Und dafür muss ich dann auch eine wirksame Dicke für die Schubübertragung angeben. Das sind jetzt meinetwegen 5 mm und dann muss ich letztendlich nur diese dieses Element erzeugen. Man hat jetzt hier schon gesehen, das Element wurde geteilt. Das liegt jetzt eben daran, dass jetzt hier diese Option Linien und Elemente automatisch verbinden schon aktiv war. Also man sieht jetzt hier,
dieses Element ist jetzt an dieser Stelle geteilt und die Elemente sind jetzt alle miteinander verbunden, weil sie eben denselben Punkt hier teilen. Ich möchte dann auf die Einzelfelder eingehen. Einzelfelder werden für die Querschnittsklassifizierung und die Berechnung des wirksamen Querschnitts herangezogen. Die Einzelfelder, die werden dabei basierend auf der in den Basisangaben ausgewählten Norm automatisch generiert. Und Einzelfelder können nur generiert werden, wenn auch Elemente definiert sind. Die Normen EC3 und EC9 geben nur Regeln für die Generierung von Einzelfeldern für konstante Elementdicken an. Einzelfelder werden daher nur generiert, wenn die Begrenzungslinien des Teils gleich den Elementkanten sind und auch kein weiteres Teil anschließt. Das möchte ich auch wieder an einigen Beispielen zeigen. Dafür lege ich jetzt hier einmal wieder eine neue Datei an. Das ist jetzt Beispiel 3. Als Nachweisverfahren wähle ich Analyse dünnwandiger Strukturen und ich aktiviere einmal das Add-on wirksamer Querschnitt und wähle hier die Norm aus EN 1993-1-1 und gehe dann auf OK. Ich füge zunächst einen Querschnitt ein. Das soll jetzt ein U-Profil sein. Und zwar ein U-Profil jetzt eben aus dieser Datenbank. Und das zerlege ich auch gleich in seine Einzelelemente. Und das kann ich machen mit dieser Taste OK und zerlegen. Da wird dann der Querschnitt schon gleich in seine Einzelobjekte zerlegt. Jetzt schaue ich mir einmal die Einzelfelder an, die das Programm jetzt automatisch generiert. Es werden für dieses U-Profil 3 Einzelfelder generiert, die eben basierend auf der EN 1993-1-1 dann erzeugt wurden. Verschiebe ich jetzt hier aber nun beispielsweise diese obere Kante ein bisschen nach oben, also zum Beispiel um minus 10 mm, dann wird jetzt dieses Einzelfeld gelöscht. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Begrenzungslinie dieses Teils, also das ist jetzt hier dieses Teil, das wäre jetzt die Begrenzungslinie. Und diese Begrenzungslinie, die muss, damit eben dieses Einzelfeld erzeugt wird, eben mit dieser Elementkante übereinstimmen. Und das ist jetzt in diesem Fall nicht der Fall, so dass jetzt eben dieses Einzelfeld nicht erzeugt wird. Dann möchte ich noch mal zeigen, was für eine Hinweismeldung kommt, wenn ich jetzt hier auf alles berechnen gehe. Ich bekomme jetzt hier kein Segment des Elements hat an beiden Enden gleichzeitig Kontakt mit der Grenze, so dass das Einzelfeld nicht erzeugt wird. Gehe ich jetzt hier auf Abbruch. Eine Berechnung würde aber trotzdem erfolgen und auch eine Klassifizierung und Berechnung des effektiven Querschnitts, wo jetzt eben diese Einzelfelder generiert wurden. Ich möchte in einem nächsten Beispiel einen I-Träger zeigen, der mit einem Flachstall verstärkt ist. Das mache ich jetzt hier mal in derselben Datei. In dieser Datei war ja jetzt bereits der wirksame Querschnitt nach EN 1993-1-1 aktiviert. Und ich deaktiviere hier einmal diese beiden Funktionen Linien und Elemente automatisch verbinden und diese Elemente automatisch teilen. Dann füge ich jetzt meine gewünschten Querschnitte ein.
Das soll einmal ein HEB 200 sein. Dann nehme ich jetzt diesen hier und gehe dann auf OK und füge dann noch einen weiteren Querschnitt hinzu. Und das soll jetzt ein Flachstahl sein. Dafür gehe ich in die Querschnittsbibliothek und der soll die Abmessungen haben 160 mal 10 mm. Und den möchte ich noch auf den oberen Flansch des HEB-Profils platzieren. Dafür gehe ich in dieses Register Querschnittslage Drehung Spiegelung, wähle dann den Punkt aus, an dem ich den Querschnitt ablegen möchte und wähle dann den Punkt in der Grafik aus, wo ich den dann hinlegen möchte. Gehe dann auf OK. Jetzt diese Funktion Linien und Elemente automatisch verbinden. Die ist jetzt ausgeschaltet. Das habe ich ausgeschaltet, damit, wenn ich die Querschnitte in ihre Einzelobjekte auflöse, momentan haben diese Querschnitte jeweils einen Teil, dass diese Teile nicht miteinander vereinigt werden. Ich gehe jetzt hier also zu diesen beiden Querschnitten und zerlege diese und habe jetzt hier noch diese beiden einzelnen Teile. Wozu ich diese einzelnen Teile benötige, dazu komme ich später noch dazu. Der Querschnitt, der ist momentan noch nicht verbunden, so dass ich jetzt zunächst einmal die Verbindung zwischen diesen einzelnen Querschnittsteilen herstellen möchte. Dieser Flachstahl, der ist jetzt hier aufgeschweißt auf das HEB-Profil und an dieser Stelle möchte ich dann auch diese Verbindung dann herstellen. Dafür aktiviere ich Linien und Elemente automatisch verbinden im Vorfeld, damit mir das Element auch geteilt wird. Und wird jetzt hier einmal ein neues Element erzeugen. Das soll jetzt wieder ein Nullelement sein. Und als wirksame Dicke für Schubübertragung nehme ich jetzt hier die 5 mm. Das platziere ich dann hier. Die Elemente, wie man sieht, sind jetzt hier schon geteilt. Was man jetzt aber auch erkennen kann, in diesem Verstärkungsbereich wurden jetzt keine Einzelfelder generiert. Grund dafür ist, dass jetzt an diesem einen Teil von diesem Einzelfeld noch ein weiteres Teil eben jetzt hier von diesem Flachstahl angrenzt. Das ist der Grund, weswegen jetzt auch kein Einzelfeld generiert wird. Das wird dann jetzt hier nur in diesem Bereich, wo jetzt dieser Flansch rausragt, das Einzelfeld generiert, weil jetzt hier an beiden Seiten Luft ist. Wenn ich jetzt für den Flansch und für diesen Flachstahl jetzt noch Einzelfelder generieren möchte, dann muss ich einen Abstand zwischen diesen beiden Profilen generieren. Das mache ich jetzt hier einmal, indem ich jetzt die Elemente und dann auch das Teil selektiere. Und das war das, was ich vorhin gesagt habe, wozu ich jetzt eben dieses separate Teil brauche, damit ich jetzt eben diese Lücke zwischen diesen beiden Querschnitten erzeugen kann. Also ich habe es jetzt einmal selektiert. Dann gehe ich hier auf die Funktion Verschieben, Kopieren und verschiebe das Teil um minus 1 mm nach oben.
Da sieht man jetzt, okay, es haben sich jetzt hier in diesem Bereich schon diese Einzelfelder generiert, weil das Programm jetzt festgestellt hat, okay, hier grenzt jetzt nichts weiter an. Jetzt wurde aber für den oberen Flachstall wurde kein Einzelfeld generiert. Liegt daran, weil jetzt diese Verbindung mit diesem Nullelement dargestellt wurde. Also oder hergestellt wurde, also mit einem Element von einer Dicke t gleich 0 Millimeter. Diese werden nicht bei der Generierung von Lagerungen herangezogen, weswegen jetzt auch hier kein Lager erzeugt wurde und eben auch im darüberliegenden Element nicht. Das möchte ich jetzt hier einmal ändern. Heißt also, ich wähle jetzt diese beiden Nullelemente und die lösche ich jetzt hier einmal und ersetze die durch ein Element mit einer Dicke t größer 0. Ich gehe jetzt hier also wieder auf neues Element und definiere dann hier beispielsweise die Dicke der Schweißnaht. Und stelle dann dementsprechend die Verbindung her. Was man jetzt sieht, okay, dieses Element wurde jetzt für diese Lagerung dann herangezogen, heißt also, dieses Einzelfeld ist beidseitig gelagert durch diese Verbindung hier und auch hier ist eine Lagerung an dieser Verbindungsstelle dann entstanden. Damit möchte ich nun zum nächsten Thema übergehen, den Öffnungen. In A-Section-Profilen können Sie auch Öffnungen wie zum Beispiel Schraubenlöcher abbilden. Das ist jedoch derzeit nur für das Nachweisverfahren Analyse dünnwandiger Strukturen möglich. Ich lege hierfür eine neue Datei an. Das nenne ich jetzt Beispiel 4. Wähle eben dieses Nachweisverfahren Analyse dünnwandiger Strukturen, weil nur damit eben diese Öffnungen berücksichtigt werden können und gehen dann auf OK. Die Öffnungen, die können Sie mit Elementen mit der Dicke 0 abbilden, also mit einer Dicke t gleich 0 abbilden. Da das Profil nur an dieser betrachteten Stabstelle ein Loch aufweist und vorher, nachher das komplette Profil den Zusammenhang im Stab gewährleistet, ist der Querschnitt zusammenhängend und es kann auch schubübertragen werden. Und dafür ist auch eine effektive Dicke für Schubübertragung anzugeben. Das möchte ich jetzt hier an diesem Beispiel mal zeigen. Also ich mache jetzt da auch wieder ein U-Profil, was jetzt in seinem Steg ein Loch aufweist. Dafür erzeuge ich jetzt hier erstmal den Flansch. Gehe dann eben bis zur Stelle, wo jetzt dieses Loch kommt mit meiner Dicke und sage dann, okay, jetzt kommt meine Öffnung. Ich definiere dann eine Dicke t gleich 0 mm, aber weil eben der Querschnitt weitergeht, vor und nach dem Loch wird ja Schub übertragen und ich definiere da jetzt eine Dicke, die jetzt eben meiner normalen Elementdicke dann entspricht. Sag dann okay, bis dahin geht jetzt das Loch und dann geht mein normaler Querschnitt weiter. Und schon habe ich jetzt so ein U-Profil mit so einer Öffnung erzeugt. Bei der Berechnung der Schubspannung wird jedes Nullelement mit seiner effektiven Dicke für Schubübertragung voll berücksichtigt. So werden auch Spannungen an diesen Nullelementen ausgegeben. Also ich kann jetzt hier einmal die Berechnung starten
und schaue mir einmal diese Einheitsspannung für eine Querkraft VZ an und würde jetzt hier einmal diese Darstellungsart auswählen. Da sieht man dann auch hier an diesem Nullelement werden dann Schubspannungen berechnet und angezeigt. Sowohl im Eurocode 3 als auch im Eurocode 9 ist die Klassifizierung und Berechnung des effektiven Querschnitts mit Löchern nicht beschrieben. Meine Empfehlung ist daher, bei kleinen Schraubenlöchern, die an Anschlüssen vorliegen, diese nicht im Querschnitt zu definieren, sondern hierfür in den Bemessungs-Add-ons wie Stahlbemessung lokale Querschnittsreduzierung zu definieren. Diese können Sie dann bei den Nachweisen berücksichtigen. Auch jetzt Lauchleibungsspannungen können in einem Stabmodell nicht abgebildet werden, sodass ein Flächenmodell untersucht werden sollte. Abschließend möchte ich noch auf das letzte Thema eingehen, auf das Ändern von Elementen. Und dafür lege ich wieder eine neue Datei an. Die nenne ich jetzt Beispiel 5. Nachweisverfahren wähle ich jetzt hier Analyse dünnwandiger Strukturen aus und gehe dann hier auf OK. Elemente, ich habe es vorhin schon mal gesagt, die müssen immer in einem Teil liegen, so dass bei der Erzeugung von Elementen auch ein Teil erzeugt werden muss. Sie haben es vorhin schon gesehen. Wenn ich über diese grafische Eingabe gehe, dann wird nicht nur das Element erzeugt, sondern auch das notwendige Teil, das für die Berechnung auch benötigt wird. Wenn ich Elemente ändere, so müssen auch das zugehörige Teil anpassen. Die Anpassung des Teils ist erforderlich, da auch bei der Analyse dünnwandiger Strukturen das Teil in die meisten Querschnittswerte wie die Querschnittsfläche oder das Trägheitsmoment mit eingeht. Ich erzeuge jetzt hier einmal einen Flachstahl mit 20 mm Dicke und einer Länge von 100 mm. Wenn ich jetzt hier die Berechnung starte, dann erhalte ich als Querschnittsfläche erwartungsgemäß 20 Quadratzentimeter. Jetzt möchte ich die Elementdicke ändern, also vielleicht vorweg. Also das, was ich eben gesagt hatte, es wird jetzt hier einmal ein Element erzeugt, aber es wurde eben auch gleichzeitig ein Teil erzeugt. Jetzt ändere ich das Element, also das Element soll jetzt nur eine Dicke von 10 mm aufweisen. Wenn ich das jetzt hier mit OK bestätige, dann sehe ich, das Element hat die 10 mm. Das Teil im Hintergrund hat aber noch seine originalen Abmessungen. Wenn ich jetzt die Berechnung starte, dann wird sich wieder eine Querschnittsfläche von 20 Quadratzentimetern ergeben. Was muss ich also machen? Ich muss jetzt hier dieses Teil auch mit modifizieren. Das kann ich einmal manuell machen, indem ich jetzt hier sage, upsa, ich selektiere das Ganze und schiebe das dann entsprechend auf die Stelle, wo es dann hin muss. Gehe dann hier auf alles berechnen und ich erhalte dann die gewünschte Querschnittsfläche. Die Anpassung des Teils an das Element ist relativ aufwendig, sodass ich Ihnen auch eine alternative Vorgehensweise zur Erzeugung von Elementen zeigen möchte. Eine Änderung ist damit mit weniger Aufwand verbunden. Hierfür erzeuge ich die Mittellinien des Querschnitts und die Punkte und Linien, die kann ich dann mit einem Kommentar versehen.
mit so einem Kommentar wie nicht löschen, weiß ich dann, dass ich diese Objekte nicht löschen darf, wenn ich die Mittellinien behalten möchte. Das möchte ich jetzt hier einmal machen. Also ich lösche jetzt hier einmal dieses Element und ich erzeuge jetzt einfach die Linien, die meinen Mittellinien des Querschnitts entsprechen. Diesen Mittellinien und Punkten gebe ich jetzt einen Kommentar mit. Gehe ich jetzt hier auf Bearbeiten und da sage ich jetzt Beispiel als Kommentar nicht löschen. Das Ganze mache ich auch noch mal mit den Punkten. Mir das auch nochmal ansehen in diesem Navigator Daten. Da sehe ich jetzt hier bei den Punkten und bei den Linien, die haben jetzt diesen Kommentar nicht löschen. Um jetzt meine Elemente und meine Teile zu erzeugen, gibt es eine sehr hilfreiche Funktion, die nennt sich dann Extras, Elemente modifizieren, Elemente an Linien erzeugen. Da erzeuge ich jetzt meine Elemente mit der Dicke 10 mm. Sage dann okay. Und wenn ich jetzt beispielsweise diese Elementdicke nochmal ändern möchte, muss ich an sich nur so vorgehen, dass ich jetzt hier die automatisch generierten Objekte lösche. Also jetzt die Punkte und die Linien. Also die eben nicht diesen Kommentar haben. Auch diese Elemente lösche ich jetzt hier. Und ich kann dann über Extras Elemente modifizieren, Elemente an Linien erzeugen. Jetzt beispielsweise sagen, okay, ich brauche den Querschnitt nicht mit 10 mm Dicke, sondern nur mit 5 mm Dicke. Definiere eben diese Dicke, wähle dann die Linien aus, an denen die Elemente erzeugt werden wollen, sollen und gehe dann auf OK. Das war jetzt einmal der manuelle Weg. Ich kann mir natürlich auch ein Skript programmieren, das mir das automatisch macht. Also das habe ich auch mal vorbereitet. Also da habe ich jetzt hier einmal, wenn ich jetzt hier einmal meine Mittellinien wieder erzeuge, da kann ich jetzt ein Skript ausführen, das jetzt sagt, setze mir jetzt eben diese Kommentare. Wie man jetzt hier gesehen hat, sind jetzt diese Kommentare erschienen. Kann dann eben sagen, Elemente modifizieren, an Linien erzeugen. Wähle jetzt die entsprechenden Linien dann aus, an denen das erzeugt werden soll. Gehe dann auf OK. Und wenn ich da jetzt was ändern wollte an der Elementdicke und möchte jetzt einfach meine Mittellinien behalten, dann gehe ich jetzt hier auf mein Skript, das mir das jetzt einfach löscht. Damit bin ich auch schon an das Ende des Webinars gekommen. Ich gebe nun das Wort zurück an Andreas. Ja, vielen Dank, Sonja, für deine Präsentation. Noch ein paar abschließende Worte von mir. Ich hole mir noch mal den Bildschirm zurück. Ich zeige Ihnen auch, wo Sie dann die Aufzeichnung finden und die Modelle und so weiter. Kleinen Moment, ich teile mal meinen Bildschirm. Bevor ich Ihnen die Webseite zeige, noch mal der kurze Hinweis. Sie können jederzeit Ihren kostenfreien Online-Termin buchen, zum Beispiel eine kostenlose Produktvorführung etc. Ja, wenden Sie sich da einfach an unser Vertriebsteam. Sie können auch ein unverbindliches Angebot anfordern, zum Beispiel für R-Section Add-ons oder R5.6. R-Stab 9 und so weiter. Okay, dann springe ich zur Webseite. Hier unter News und Termine finden Sie unter den Events die Webinare.
Da schalte ich mal auf Deutsch. Ja, bevor ich das tue, morgen gibt es das gleiche Webinar nochmal in Englisch. Ja, wenn Sie Kolleginnen und Kollegen haben, die gut Englisch verstehen, vielleicht kein Deutsch, ja, empfehlen Sie gerne dieses Webinar. Ich stelle jetzt hier auf Deutsch. Da sehen wir auch gleich die Webinare der nächsten Wochen. Nächste Woche Berücksichtigung von Bauzuständen, präsentiert vom Adrian Langhammer. Dann geht es weiter mit den häufigsten Anwenderfragen. Ja, unser regelmäßiges Webinar, das präsentiere ich dann in 2 Wochen. Auch dieses zweiteilige Webinar präsentiere ich Ihnen. Ja, das richtet sich, also gerade der erste Teil, so an Einsteiger in R5.6. Geht es um die Modellierung, Lasteingabe, Imperfektion und so weiter. Und im zweiten Teil geht es dann um die Kombinatorik, Bemessung und Dokumentation. So, hier ist dann das heutige Webinar. Das zählt jetzt schon als stattgefunden. Ja, das hat ja auch schon stattgefunden. So, und dann werden Sie, also in den nächsten Tagen bekommen Sie eine E-Mail. Also Sie müssen sich jetzt nicht exakt die Seite hier merken. Die E-Mail enthält dann diesen Link und dann finden Sie hier in der Mitte die Aufzeichnung. Die E-Mail hat beinhaltet auch einen Link zu Ihrem Teilnahmezertifikat. So, und dann hier unten finden Sie jetzt schon die Präsentationsfolien. Da werden wir eventuell auch nochmal die Modelle packen, beziehungsweise die Modelle finden Sie auch hier, sollten, glaube ich, ja, das sind noch nicht alle, aber wir sind da schon am Hochladen. Okay, wenn Sie die E-Mail empfangen haben, dann ist alles online. Okay, ja, gut, das soll es dann auch von meiner Seite her gewesen sein. Ich zeige mich noch mal kurz, okay. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank an die Sonja für die Präsentation. Ja, ich hoffe, wir treffen uns alle wieder bei einem zukünftigen Webinar. Je nachdem, was Sie interessiert. Vielleicht ist auch nicht jedes Thema für Sie interessant. Aber ja, ich freue mich über jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin. Ich wünsche allen noch einen schönen restlichen Tag und auf Wiedersehen.